Und damit willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ja, letztes Mal sind wir mit Cass unterwegs gewesen und haben ein paar mysteriöse Karawanenüberfälle untersucht. Und wir sind dazu gekommen, zu dem Ergebnis, dass es die Van Graaffs und die Kaminrote Karawane waren. Die Van Graaffs haben wir ja schon erledigt. Jetzt schauen wir mal bei der Karawane hier vorbei und gucken einfach mal, was passiert, wenn wir da mit der guten Cass hingehen. Ich kann mir das Ergebnis schon vorstellen, deshalb ich ziehe mal gerade die Waffe. Gehen wir mal rein. Okay. Passiert noch gar nichts. Alles ruhig. Bäm! Unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Ja, da seid ihr in 100 Jahren auch noch stolz drauf. So, jetzt gehen wir mal hier rein und ich glaube... Okay. Oh. Sie ist ganz friedlich. Verblüffend. So, quatschen wir mal mit Alice. Willkommen zurück. Hi. Okay. Sicher. Was wollen Sie denn wissen? Die Kaminrote-Karawane irgendwelche Konkurrenz. Sie sind gut angezogen für diesen Ort. Nun, die Waffenschieber beherrschen den Waffenmarkt und mormonische Händler aus New Canaan kontrollieren den Großteil der nördlichen Routen. Gut angezogen, ja, das stimmt schon. Üblicherweise kümmere ich mich um unsere Unternehmung im Hub in Kalifornien. Aber der New Vegas-Zweig bleibt zu weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der Bedingungen hier ist mir auch klar, warum. Aber das werde ich schon bald genug ändern. Das ist toll. Natürlich. An welchen? Vielen Dank. Okay. Bei der Kaminroten Karawanenkompanie nach Gründen für die Angriffe suchen. Die Schlampe Alice McLeod wird hier im Lager der Kompanie. Guten Abend. Guten Abend. Warte mal, hier war doch irgendwo noch er hier. Brauchen Sie was? Wer sind Sie? Bei ihm finden wir nichts. Darf ich da gucken? Oh, okay. Ich darf einfach an den PC. Zweigstellenvorschlag für New Canaan. Die Mormonen freunden sich mit der Idee einer Filiale der Kaminroten Karawane in New Canaan immer mehr an. Natürlich sind die Steuern so hoch, dass wir gegenüber ihren eigenen Karawanen schwer im Nachteil wären. Die langfristige Lösung ist, sie mit billigen RNK-Gütern zu überfluten. Ich muss einige Gefallen von unseren Kontakten in Kalifornien einfordern. Aber die potenziellen Profite sind es wert. Henry Jameson... Bisherige Versuche, Henrys Jameson zum Rücktritt zu bewegen, sind fehlgeschlagen. Seine Eltern erweisen sich ebenfalls als hartnäckig. Offenbar wollen sie ihn genauso wenig um sich wie ich. Die Filiale in New Vegas aufzubauen und zu betreiben, hätte für ihn eine einfache Aufgabe sein sollen. Aber hier ist es immer noch so primitiv wie in jeder anderen Grenzland-Filiale. Wirklich irritierend. Waffenschieber-Tarif. Ihr Vorstoß für neue Zölle auf Waffenschieberwaffen hat es nicht durch den Senat geschafft. Sie haben zu viel Unterstützung in Kalifornien. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Oberhand auf dem Waffenmarkt zu erlangen. Jason Tag, Filialleiter MODOK. Kriegsbemühungen. McCarran verlangt häufigere Lieferungen an die umliegenden Außenposten. Ich konnte zusätzliche Bedingungen zu unseren Gunsten aushandeln. Allerdings muss ich dafür eventuell unsere Einstellungsstandards senken. Ich mache mir bereits Sorgen um die Zuverlässigkeit einiger Karawanenführer. Ohne... Die Arbeitsverträge wären einige von ihnen sicher schon abgehauen. Irgendwie glaubt anscheinend keiner mehr an harte Arbeit. Gut, das hat uns ja jetzt hier auch nicht viel weitergeholfen. Was zum Teufel? Es kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwas rauszufinden. Ringo? Hey, wie geht's? Vielleicht weiß er ja was. Weiß er nicht. Blake? Hallo, sind Sie hier, um zu handeln?
Vielleicht. Was genau wollen Sie wissen? So, haben die Karawanen eigentlich Probleme mit Banditen? Wo bekommt die Kaminrote Karawane ihre Handelsgüter her? Über Handelsrouten. In fast jeder großen Stadt im Ödland gibt es einen Außenposten der Kaminroten Karawane. Und Banditen? Gibt's da Probleme? Weiter draußen teilen wir unsere Karawanen meist in kleine Gruppen auf. So verlieren wir nicht alles, falls sie überfallen werden. Das ist leider nicht sehr effizient, aber wenn das Land wieder etwas zivilisierter wird, können wir hoffentlich wieder größere Karawanen losschicken. Es hilft uns auch nichts. Aus einem kleinen Ort in der RNK namens Oak Creek war früher eine Ackerbaugemeinde, bis sie von Viehzüchtern übernommen wurde. Ich hatte keine Lust, Brahmin zu hüten. Also habe ich bei der Karawane angeheuert und bin nach Osten. Mehr gibt's da eigentlich auch nicht zu erzählen. In den Osten. So. Hi. Hi. Hier muss es doch irgendjemanden geben, der uns irgendwas erzählen kann. Du vielleicht. Sie sollten mit Blake oder Alice sprechen. Sie sollten mit Blake oder Alice sprechen. Sie kümmern sich um die meisten Kundenkontakte. Verdammt. Ich schaue mich hier nochmal so ein bisschen um. Vielleicht hat die ja hier noch irgendwas zu sagen. Hat sie Nelson wird uns ein Vorbild sein. Wir werden die Erde rot mit dem... Gibt's doch nicht. Wir fangen mal mit den... Van Graffs an und gucken mal da. Hier rein. Oder? Warte mal, bin ich richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Hier rein. Gut, dann gucken wir erst nach den Beweisen von den Van Graffs. Vielleicht führt uns das ja dann auch zu den Karawanisten. Wenn man es kaufen kann, finden Sie es im Mick and Ralphs. Man weiß es ja nicht. Was anderes fällt mir nämlich jetzt gerade nicht ein. Hey! Was will der? Achso, Silver Rush Schreier. Zack, das war's. Der Fatomic Wrangler erfüllt alle Ihre Wünsche. Ist Ihnen das Glück hold? Finden Sie es raus im Atomic Wrangler. Hauptsache, sie erzählt immer noch weiter. Wird hier von Blut und Eingeweiden bespritzt. Oh Mann. So, Silver Rush, wir gucken nochmal. So, beim Jean-Baptiste. Vielleicht können wir jetzt sein Inventar plündern. Immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Aber hier am... Ja, toll. Ist sehr witzig. Wie soll ich das denn machen? Scheiße. Brief an Gloria? Okay. Hatten wir den letztes Mal noch nicht. Werte Miss Van Graff, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Cassidy-Karawanen in letzter Zeit einige Rückschläge einstecken mussten. Ich kann nur hoffen, dass diese jüngsten unglücklichen Ereignisse die junge Säuferin endlich dazu bringen, ihre verbleibenden Aktivposten an mich zu verkaufen. Gemäß unserer Vereinbarung habe ich nicht zu vernachlässigende Bemühungen in die Schwächung ihrer Konkurrenz der Waffenschieber investiert. Sie können in nächster Zeit mit einem geheimnisvollen und plötzlichen Anstieg der Waffenverkäufe rechnen. Mit freundlichen Grüßen, A.M. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Vermutlich nicht. Gut, der Brief war natürlich von Alice McLafferty. Ja, Beweise, dafür brauche ich ja diesen blöden PC hier, ne?
Da komme ich ja nicht ran. Und der andere Pfeil führt wohin? Moment. Ach, jetzt doch zur Karawane. Es ist schon merkwürdig. Warum? Oh Gott. Gut, also hier kommen wir nicht weiter, weil wir nicht genügend Hacker-Fertigkeiten haben. Ich sehe schon, das wird wieder so ein Rumgeäumel hier in der Folge. Es tut mir jetzt schon leid. Aber es, ja. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir echt leid. So, dann hierhin. Ich gucke jetzt mal auf der lokalen Karte. Oder warte mal, vermutlich müssen wir jetzt einfach ihr den Brief zeigen. Kann das sein? Vielleicht? Ist das möglich? Könnte echt einen Drink brauchen. Ja. Brauchen. Wir müssen ihr wahrscheinlich den Brief zeigen. Guten Abend. McLefferty tritt schon wieder Ärsche. Passen Sie bloß auf. Die bekommt gleich von uns mal einen Arsch getreten. So. Willkommen zurück. Das gibt's doch nicht. Ach, warte mal. Dieser Unhold anführt. Ich müsste hier... Er hätte sich mal besser nicht mit unserer großartigen Armee angelegt. Okay, ich müsste da in den Safe gucken. Vermutlich. Wir warten einfach mal. Ich halte mich im Hintergrund. Ja, bitte. Okay. Die alte Alice müsste draußen sein. Ja, keiner mehr da. Heißt, wir können uns jetzt über den Safe hermachen. Vereinbarung Kaminrote Karawane Van Graaff. Perfekt. Perfekt. Hast du schon Beweise gefunden? Ich werde nicht ewig warten. Ja, hier ist ein Beweisstück für das Geschäft. Ohne das zweite bringt es aber nicht viel. Achso, das zweite haben wir doch schon. Wir müssen nur noch einen Safe knacken? Hoffentlich kommen wir bald dazu. Haben wir doch. Man kann ja einiges über die Damen sagen, aber sie bewachen ihre Sachen wie Schießhunde. Doch, wenn du einen hast, dann kriegst du auch den anderen. Wenn du beide hast, dann reden wir. Und ich weiß zu schätzen, dass du so ein Risiko eingehst. Danke. So, hier trennen sich unsere Wege, bla bla bla, ich habe genug gehört. So, erstmal kurz hier raus. So, wir lesen das mal. Dies ist eine Vereinbarung zwischen der Kaminroten Karawankompanie und den Van Graaffs zur Unterbietung oder Auslöschung aller anderen Konkurrenzkarawanen in der Region, wie etwa den Waffenschiebern oder den Cassidy-Karawanen. Im Fall der Cassidy-Karawanen hat Gloria Van Graaff dem Einsatz von Söldnern zugestimmt, um den Firmenwert der Cassidy-Karawanen so weit zu senken, dass Alice McLefferty die verbleibenden Aktivposten zu einem günstigen Preis kaufen kann. Die Bitches. So. Reden. Wenn du erst sagst, dass du Beweise sammeln willst und dann die Schlampen einfach umnietest, dann sag mir doch, dass du deine Meinung geändert hast. Wenn du jetzt genug rumgedaddelt hast, dann können wir die Rechnung ja auf altmodische Art und Weise begleichen. Mir egal, wie wir die... Ach so, weil wir die... weil wir die Gloria getötet haben, ne? Ja, scheiße. Willkommen zurück. Und wenn wir sie einfach unbemerkt töten? Meinst du, das funktioniert? Ja, hier sind so viele.
Hallo. Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja, kacke. Das war jetzt halt blöd, ne? Das war jetzt natürlich echt blöd. Denn jetzt müssen wir sie umbringen, weil wir ja die Gloria vorher schon getötet haben. Das ist ein bisschen... Was? Ist jetzt ein bisschen blöd. Aber das will ich eigentlich ungerne. Denn, verrufen, vergöttert, verrufen, vergöttert, neutral. Denn ich würde ungern im Ruf der RNK sinken, muss ich ja sagen. Ach, scheiße. Oh, Mann. Huch. Warum beugst du dich denn plötzlich so rüber? Was? Alles gut. Alles okay. Ja, scheiße. Das machen wir erstmal nicht. Ganz einfach. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Naja. Also, dann kümmern wir uns jetzt um die Junkies in Freeside. Würde ich mal sagen. Und der eine hängt da unten ab. Ach, Mann. Hallo. Hi. Nee, echt schade. Ich hätte das gerne friedlich gelöst. Aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich. So ein Mist. Und ich wüsste auch nicht, wie wir die unbemerkt töten können. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist der erste. Vorsicht! Was denn? Was ist los? Hey! Oh. Da will jemand seine Chips wohl zu. Okay. Das war's. Kannst du wieder rauskommen? Vorsicht! Faulfresse und. Achso, Jacob. Jetzt wart's doch mal. Warte doch mal hier! Warte! Es ist doch alles gut. Bleib hier. So. Ich will doch. Vorsicht! Will doch nur mit dir reden. Oh, haben Mann. Sie Drogen? Könnte echt einen Schuss gebrauchen. Ich geb dir gleich einen Schuss. Julie Farkas meinte, dass sie Hilfe brauchen könnten. Sie sehen gar nicht gut aus, Jacob. Sie sollten mit den Drogen aufhören. Warum aufhören? Ich fühle mich super. Keine Sorge, mein Junge wird bald hier sein. Warten Sie nur ab. Wer ist Ihr Dealer? Wenn ich ein paar Kronkorken in der Tasche hätte, würde ich mir das Zeug kaufen, um selber welches zu machen. Aber meine verdammten Hände zittern so. Ein Typ namens Dixon kommt mir irgendwie spanisch vor, aber ich kann nicht aufhören. Beim letzten Entzug wurde mein Innerstes nach außen gekrempelt. Inzwischen kaufe ich das Zeug nur, um mich nicht krank zu fühlen. Apropos, Sie haben nicht zufällig ein paar Kronkorken über, oder? Auf Wiedersehen. Tschüss. Den Drogenhändler erledigen. Okay. Er wird nochmal angezeigt. Sie sind also wieder... So, warte mal. Hey. Nochmal gerade einen Quicksave, dann... Landstreicher... Ah, Dixon. Mein Freund. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen.
Können Sie mir etwas über Bill oder Jacob erzählen? Was verkaufen Sie? Machen wir das? Ja, Mann. Diese Schlitzohren sind über beide Ohren abhängig von dem Scheiß. Können nicht genug kriegen. Ziemlich lustiges Spektakel. Ich möchte, dass Sie Bill und Jacob nicht mehr beliefern. Echt? Oh, Sie sind ja ein richtiger Engel. Wissen Sie was? Ich würde vielleicht aufhören, wenn für mich dabei was rausspringen würde. Sprache 35. Die RNK beliefert Sie also mit billigen Drogen, um Freeside ruhig zu halten? Warten Sie mal. Sie können doch nicht rumlaufen und so eine Scheiße erzählen. Okay, ich verstehe, was Sie meinen. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darum zu machen, dass ich die beiden beliefere. Sehr schön. Ja. Abgeschlossen, den Drogenhändler erledigen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Dann quasseln wir nochmal kurz mit ihm. Mit dem armen Jacob. Sie sind also wieder da. Ich habe mich um diesen Dealer gekümmert. Jetzt können Sie clean werden. Was? Ich brauche jetzt einen Schuss? Ich möchte, dass es Ihnen bald wieder gut geht, Jacob. Okay, wenn Sie sich wirklich solche Sorgen machen, dann holen Sie mir mal ein paar Schüsse Fixer, um die Nerven zu beruhigen. Ich brauche mindestens 10 Dosen, um die Woche zu überstehen. Danach werden mir die Anhänger helfen können. Wissenschaften, also, ne? Sprache, warte mal. Das kriegen wir noch hin, Moment. Jawohl. So. Sie sind also wieder da. Seien Sie stark, Jacob. Mit der Unterstützung Ihrer Freunde können Sie das durchziehen. Ich glaube, Sie haben recht. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ich begebe mich zur Entziehung ins Fort und in die Hände der Anhänger. Sehr schön. So, haben wir den ersten. Fehlt nur noch einer. Wo lungert der rum? Jeff oder wie er heißt, ne? Nee, Bill. Naja, fast dasselbe. Jeff, mein Name ist Jeff. Achso, ist gar keine Tür. Oh Gott. Oh Mann. Blum, quick save. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick & Ralphs. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Im Mick & Ralphs, da kriege ich alles. Alles, was ich will. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glücksfee freundlicher und das Weibsvoll genau. So, der hängt nämlich hier hinten ab. Hi, Bill! Kommen Sie, Mann! Ich krepier hier gleich! In Zukunft werden Sie Dixon nicht mehr treffen. Reisen Sie sich verdammt nochmal zusammen, Bill. Sie benehmen sich wie ein Feigling. Das könnten wir auch machen. Da muss ich aber nochmal ein Heftchen lesen. Kommen Sie, Mann! So. Oh, Julie. Ich hab echt Mist gebaut. Ich gehe zum Fort und ruhe mich etwas aus. Ich lasse mich schon viel zu lange gehen. Sehr schön, haben wir ihn auch befreit von seiner Drogensucht. Und jetzt müssen wir nur noch zu Julie Farkas zurückkehren. Sehr cool. Und jetzt bin ich am Überlegen, was wir in der nächsten Folge machen, ne? Ich habe keine... Ist Ihnen das Glück hold? Sei doch still. Finden Sie's raus im Atomic Wrangler. Wir könnten uns den Wunsch beim King erfüllen lassen. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Megan Wells. Aber ich wüsste nicht was. Wir könnten Mitglied der Kings werden. Kriegen wir eine coole Lederjacke. So, Julie, wo bist du? Julie pennt noch. Hä?
Wo ist die? Hier drin? Ach, hi. Kann ich Ihnen helfen? So, folgendes. Ich habe bei diesem Suchtproblem geholfen, das Sie erwähnt haben. Ich habe Sie gesehen. Vielen Dank, dass Sie Ihnen geholfen haben. Das bedeutet den Anhängern der Apokalypse viel. Sie haben unseren Dank. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Medikamente brauchen. Jetzt, wo uns Jacob hilft, können wir einmal am Tag ein Stim oder etwas Fixer entbehren. So, Sie sagten, Sie könnten ein paar Vorräte entbehren. Juhu, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Sicher. Wollen Sie ein Stimpack, Fixer oder Redaway? Stimpack. Sie müssen noch 24 Stunden warten, bis wir mehr davon haben. Im Moment brauchen wir den Rest selbst. So. Akzeptiert, die Leute akzeptieren Sie weniger, akzeptieren Sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Oh Mann. So, was machen wir? Ich würde sagen, Sprache, dann, Schleichen. Und nun, was nun, reparieren? Oder Medizin? Ich glaube, Medizin ist gar nicht so schlecht. Okay. Ach so, hier oben wohnt also die Julie. Mhm. Interessant. Oh. Schneekugel Mormonfort. Darf ich sogar mitnehmen? Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave-Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Schön. Und das bringt mir was? Nichts. Was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung. Nichts. Na gut. Egal. So. Quick Save. Was machen wir denn dann in der nächsten Folge? Ich weiß es nicht. Henry Jameson, wo ist der denn? Ach, der ist auch hier. Oder wir löschen halt wirklich die Karawane aus. Dann haben wir halt einen scheiß Ruf bei der RNK. Ich weiß nicht so ganz. Keine Ahnung. Machen wir das? Ja, nein, vielleicht. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei McEnroe. Ich weiß es nicht. Was machst du da? Ich gehe hier nur lang. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glücksfee freundlicher und das Weibsvoll... Der Bill... So, im Atomic Wrangler ist der. Da ist er, der Henry. Na gut, dann quatschen wir mit ihm mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, bis dann. Tschüss.